heute steht wieder einmal die Begegnung auf dem Speiseplan, den man hier auch als den deutschen Klassiko bezeichnet. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Fußballfreunde, zur Neuauflage des Duells Bayern München gegen Borussia Dortmund. Diese Rivalität ist einmalig, sie ist so groß geworden in den vergangenen 10 bis 15 Jahren. Der Rekordmeister gegen den Herausforderer Nummer 1. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Begonnen. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie ein Spieler wie Thomas Müller Situationen vorausahnt und schon Sekundenbruchteile vorher unterwegs ist, während der Abwehrspieler noch gar nicht weiß, was gespielt wird. Definitiv. Die Abwehr, die wird großen Respekt haben vor ihm. Und er schießt. Zu unkontrolliert. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Richtig, er kommt nicht zum Abschluss. Lewandowski. Das wird nichts. Weit vorbei. Er war das nicht im Tor, aber es war zumindest mal ein Abschluss. Davon hat es ja bisher nicht so viele gegeben. Schaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. In Führung. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Lewandowski. Müller.
Bayern München ist direkt wieder im Ballbesitz. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Sauberer Ball. Besser kannst du das hier nicht verteidigen. Den Abschluss und drin ist er. Es ist die erneute Führung. So macht das Spaß. Das kann man sich angucken. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Hazard. Und wieder zurück ins Zentrum. Und gleich wieder zurück. Mats Hummels. Thorgan Hazard mit der Brechstange. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Kimmich, der geht, er versucht, er sitzt. Sie haben die nötige Mentalität, sie haben die nötige Moral. Und wenn sie hinten liegen, dann drehen sie erstmal richtig auf und werden dafür mit diesem Tor belohnt. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Führung.
Wie blank der da steht. Also der konnte sich ja die Ecke aussuchen. Diese Freiräume darf man so einem wie ihm einfach nicht geben. Man weiß doch, dass er finalisieren kann. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Haben wir gewartet. Davis. Kommt der an? Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Jetzt könnte was gehen. Marco Reus mit der Chance. Es gibt Freistoß und das auch zurecht. Pavard muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ganz schön dünnes Eis für ihn. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Was für ein dickes Ding. Er bringt ihn. Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Ganz aggressives Pressing. Und der Stürmer macht klasse mit. Er erobert den Ball, aber er macht ihn nicht rein. Was war das hier für eine verrückte erste Hälfte? 3:2 steht's. Knapper kann es nicht zugehen. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Ausgezeichnete Reflexe, das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Substitution on the field. Zeit für neues Personal. Kurze Ecke. Coming on the field is Ball kommt vors Tor. Da wird er sich ärgern, das war knapp. Hazard. Er schießt. Wirklich an der Zeit, dass sie nachgezogen haben. Der ist so gedankenschnell, der hat so ein Näschen. Klasse. Direkt vor dem Tor, das ist doch der Hochsicherheitsbereich, der ganz besonders bewacht werden muss. Aber die Wachmannschaft, die macht wohl irgendwie Urlaub. And he's done it! It's a goal, thanks to
Number 25, Thomas Müller. Und damit ist alles völlige Makulatur, was wir bisher gesehen haben. Alles geht und steht und fällt auf Null. Fast alle Experten haben vorher gesagt, Riesen, der Ball ist im Netz. Ein Wechselbad der Gefühle. Das hat er sensationell gemacht. Die Ballkontrolle, die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und wie er dann zum Abschluss kommt. Das ist fast Weltklasse. Der Hattrick ist perfekt. Number 21. Dem gelingt heute einfach alles, wenn der mich nach dem Spiel ins Spielcasino einlädt. Ich gehe gerne mit. Jetzt sind sie vorne. Hernandez. Sané, Davis, Dahoud holt ihn sich wieder. Und die Kontergelegenheit. Und er marschiert weit, da guckt er ganz genau. Oh je, die steht da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Fußballkünstler, physisch enorm präsent. Goretzka, Lewandowski, Lewandowski. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Your attendance for this match was 60,810. Monier. Zagadou. Und wieder zurück ins Zentrum. Und ab geht die Post. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Guerrero. Da kommt der Pass in die Gasse. Er hat aber weiß der Auge. Hazard. Reus. Hier ist Müller. Leroy Sané. Rüber, nach rechts. Und die Möglichkeit. Großartig vom Keeper. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Faustet ihn raus. Rafael Guerrero. Die Flanke geht zur langen Ecke. Müller mit einer guten Leistung bis hierhin. Er hat dem Spiel bereits eine entscheidende Richtung gegeben. Thomas Müller allein vor dem Tor. Jetzt ist er drin. Und es ist völlig verdient. Sie haben nie aufgesteckt. Sie sind wieder aufgestanden. Sie haben immer an sich geglaubt. Absolut beeindruckend. Müller in Ballbesitz und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Und damit steht fest, Doppelpacker. Damit ist alles wieder offen. Es
Es ist ein richtig enges Spiel und spätestens seit diesem Ausgleich wissen wir, das ist ein Spiel mit Open End. Er versucht. Eine Riesenchance. Offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Hier ist Lewandowski. Na klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Also nach dem Doppelpack haben sie noch nicht reagiert. Aber jetzt nach dem Hattrick, da denken sie sich, ach, den könnte man eigentlich... Weggefaustet. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf... Witzig. Seine Gegner klar erwischen. Davis macht das Spiel gut rein. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden noch mal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Müller. Und dann ist er weg, der Ball. Tempo-Gegenstoß. Dahoud, gefährlich. Und der geht an den Pfosten. Reus mit der Flanke, wie der sich hochschraubt. Überragende Aktion. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Wir haben reichlich Tore gesehen, aber am Ende konnte kein Team den entscheidenden Treffer für sich verbuchen.